Tag allerseits. Hier meldet sich die Heute Plus mit einer Unwetterwarnung, allerdings einer rein politischen, keine Angst. In Bayern nämlich wird gerade ziemlich stürmisch einiges in Frage gestellt. Die jahrzehntelange Vormacht der CSU im Land, die wankt. Und Horst Seehofer, der wankt mit. Klar, nach einem so zusammengeschrumpften Wahlergebnis, fast 11 Prozentpunkten Verlust für die CSU, ist es erstmal nicht total ungewöhnlich, ganz oben anzufangen mit der Kritik. Allerdings, viele von denen, die jetzt Seehofers Rücktritt fordern, die kommen aus Franken, also heimisch Söderland. Finanzminister Markus Söder, der könnte also den Abstieg der CSU für den eigenen Aufstieg nutzen. Und Timing ist da wie so oft alles. Christian von Rechenberg mit einem How-to-Putsch. Seehofer-Dämmerung also in Bayern. Heute tagte die CSU-Landtagsfraktion christsozial exklusiv hinter verschlossenen Türen. Frage an Jürgen Bollmann, ZDF-Kollege in München. Ein bisschen was ist ja doch nach außen gedrungen. Wie ist denn Seehofer mit den Angriffen umgegangen? Das heißt jetzt auch, Seehofer, der starke Verhandler, als der bekannt ist, geht jetzt ziemlich geschwächt in die Gespräche mit der Schwesterpartei in Berlin, die dann ja irgendwann mal in Koalitionsverhandlungen münden sollen. Das macht es für ihn jetzt nicht wirklich einfacher, oder? Tja, Wunder der Technik. Einer hat es bemerkt, ich hatte gerade kein iPad in der Hand, weil wir das Gespräch nämlich vor der Sendung aufgezeichnet haben. Und noch ein weiterer Nachtrag. Die CSU hat heute erklärt, dass sie erst nach ihrem Parteitag in die Koalitionsverhandlungen in Berlin gehen will. Das wäre dann Mitte November. Eine neue Regierung könnte also noch ziemlich lange auf sich warten lassen. Und während Bayern noch diskutiert, stehen in Berlin schon einige Posten, so gut wie fest zumindest. Der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble etwa, der soll neuer Bundestagspräsident werden. Zumindest hat ihn die Union für das Amt vorgeschlagen. Die SPD und die Liberalen unterstützen den Vorschlag erstmal. Und nebenbei wird die frei werdende Stelle im Finanzministerium auch die möglichen neuen Koalitionspartner brennend interessieren. In der SPD leitet Andrea Nahles ab sofort die Fraktion und startete gleich mal mit einer ziemlich deutlichen Kampfansage an die Union. Heute sei sie noch Teil der Regierung, aber ab morgen kriegen sie in die Fresse. Zitat Ende. Das klingt eher nach Hardcore-Opposition, um es mal ganz freundlich zu sagen. Außerdem heute noch wichtig, die Mehrheit der Kurden im Nordirak will einen unabhängigen Staat. Bei dem umstrittenen Referendum der vergangenen Tage haben dafür 93% gestimmt, nämlich für die Abspaltung. Die irakische Regierung in Bagdad, die hält die Abstimmung aber nach wie vor für illegal und macht jetzt ganz schön Druck. Ausländische Airlines zum Beispiel, die sollen die kurdischen Autonomiegebiete nicht mehr anfliegen dürfen. Und auch Militäraktionen schließt der Irak nicht aus. Und während Russland und die USA auf der Erde immer wieder aneinander geraten, rücken sie im All zusammen. Deep Space Gateway heißt das Projekt, an dem beide Länder ab sofort zusammen tüfteln. Eine bemannte Raumstation soll das werden, die dann um den Mond kreisen soll. Von dort aus wollen die dann auch gemeinsame Missionen starten, zum Beispiel zum Mars. Bis es damit dann aber losgeht, dauert es noch ganz schön lange. Frühestens in 7 Jahren könnten erste Bauteile in die Umlaufbahn gebracht werden, hieß es heute, um dann irgendwann wohl die ISS ersetzen zu sollen. Zu ersetzen sollen. Oh Gott, mein Deutsch hakt. Anderes Thema. Gegen Rassisten hilft ja eigentlich nur aufstehen, sich gerade machen, gegenreden, heißt es immer. Wenn also im Moment amerikanische Football-Profis während der Nationalhymne genau das Gegenteil machen, nämlich sich klein und auf die Knie gehen, um gegen Rassismus zu protestieren, dann ist das erstmal ein merkwürdiges Bild. Aber die Geste, die soll Mitgefühl ausdrücken für die Opfer von willkürlicher Polizeigewalt in den USA. Sie knien also wirklich respektvoll nieder vor den Opfern. Für viele andere, darunter Donald Trump, ist genau das aber respektlos gegenüber der Hymne und den Vereinigten Staaten insgesamt. Heike Slanski hat ein paar harte Fakten dazu, warum sich trotzdem so viele hinknien gegen Rassismus. Das Leben in einem Flüchtlingslager, das ist eigentlich eins auf Zeit, eine Zwischenlösung. Oder so sollte es zumindest sein. Im Libanon leben so viele Flüchtlinge pro Einwohner wie in keinem anderen Land auf der Welt. Und viele von ihnen sind seit Generationen schon dort. Die Regierung kann kaum was für sie tun. Die Bevölkerung ist mit ihrer Gastfreundschaft sowas wie am Ende. Man will also in weiten Teilen nichts von ihnen wissen dort. Wie es wirklich ist, in solchen armen Siedlungen ganzes oder auch nur halbes Leben zu verbringen, erfährt so dann natürlich auch niemand. Ein Grund von vielen, warum Bürgerjournalismus eine echt gute Sache ist, erzählt von Ute Mattigkeit.
schönes Projekt und hat auch einer geschrieben, aber ich glaube gönnerhaft, finanziert von deutschen Steuergeldern. Klar, die Deutsche Welle ist ja tatsächlich Staatsfunk sozusagen. Und falls ihr euch das mal angucken wollt, was die da machen, Camp G, die Seite wird übrigens geschrieben wie das Camp mit J und I am Ende, kann man sich jetzt bei Facebook mal ansehen. Ist übrigens genauso ansehenswert wie unsere Seite, auf der wir uns jetzt vielleicht gleich sehen oder eben morgen wieder hier. Und tschüss.